Im Ballett gibt es ein spezielles Wort für die besondere Schönheit der Tänzer. Kallipygos. Locker übersetzt bedeutet nichts anderes als hübsches Gesäß. Wer wissen will, weshalb ein Po eigentlich hübsch ist, muss die Welt des Balletts verlassen und sich der Wissenschaft zuwenden. Vor mehr als 3 Millionen Jahren rangen sich unsere Vorfahren zum aufrechten Gang durch. Eine revolutionäre Tat. Das veränderte unsere Art zu arbeiten und zu spielen. Ja, sogar die Art und Weise, in der wir einander sexuell wahrnahmen. Die Nahrungssuche wurde einfacher und Gefahren wurden früher erkannt. Auch unser Körper veränderte sich. So bildeten sich unterhalb der Hüfte ganz neue Muskelgruppen. Heute verfügt der Mensch in diesem Bereich auf jeder Körperseite über 3 Muskeln, die alle vom Becken zum Oberschenkel führen. Da wäre der mittlere Gesäßmuskel, der das Becken mit dem Oberschenkelknochen verbindet. Dieser Muskel kommt zum Einsatz, wenn man den Oberschenkel hin und her bewegt. Dann wäre da der kleine Gesäßmuskel. Er verläuft entlang der Hüftaußenseite. Gemeinsam spreizen kleiner und mittlerer Gesäßmuskel die Beine seitwärts, sie sind aber auch beim Gehen wichtig. Der Star der Gesäßmuskulatur ist der Musculus gluteus maximus, der größte Muskel im ganzen Körper. Er verläuft einmal quer über unseren Hosenboden. Nur durch ihn können wir aufrecht stehen, gehen, laufen, springen und Treppen steigen. Erst diese 3 Gesäßmuskeln machen in ihrem Zusammenspiel unsere Beine zu bequemen Fortbewegungsmitteln. Trotzdem wissen die wenigsten, wie diese Muskeln heißen, was ihre Aufgabe ist und wie sie entstanden. Den meisten Menschen genügt schon die Tatsache, dass sie meist nett anzusehen sind. Hintern sind was Tolles. They're awesome. Bums are very important. Po sind sehr wichtig. Sie müssen schön rund sein. Bloß nicht flach, das mag ich nicht. Schön fest und klein. Bums are good. Po sind gut. Viele Menschen lassen nicht locker, bis ihr Hintern dem Schönheitsideal entspricht. Sie schwitzen im Aerobic-Kurs, springen, hüpfen, gehen und laufen. Frauen müssen den Po allerdings auch an einer seiner Uraufgaben hindern, dem Speichern von Fettreserven. Und das alles nur, um unsere Kehrseite so ansehnlich wie möglich zu machen. Ich glaube, dass beide Geschlechter Pos attraktiv finden, weil sie so viele Informationen liefern. Das gilt ja nicht nur für unsere Spezies. Hunde schnüffeln einander am Hinterteil herum, um zu erfahren, wer der andere ist und in welcher Form er ist. Zum Glück sammeln wir Menschen unsere Gesäßinfos vor allem visuell. Dabei sagt uns der Po, so die Wissenschaftler, vor allem etwas über die Gesundheit und Fruchtbarkeit seines Besitzers. Zeichen, die wir im Lauf der Evolution zu lesen gelernt haben. Bei der sexuellen Auswahl geht es ja vor allem darum, sich einen guten Partner für die Paarung zu suchen. Und dafür braucht man Informationen. Etwas, was wirklich jeder vollbringen kann, weil es einfach und preiswert ist, sagt letztlich nichts über die Qualität eines potenziellen Partners. Wenn ich aber etwas schaffe, das sehr schwierig und aufwendig ist, dann zeigt das gleich, dass ich zur Crème de la Crème gehöre. Wir halten nach Partnern Ausschau, deren Gesäß besonders gesund wirkt. Je wohlgeformter, desto besser. Männer suchen vor allem nach einer runden Hüfte, die unter einer schmalen Taille lockt. Wahrscheinlich, weil gerade diese Proportionen für Fruchtbarkeit stehen. Bei Babys zeigen sich die Fettreserven im Gesicht, an den Fingern und den Zähnen. Bei kleinen Jungen und Mädchen, bei männlichen Jugendlichen und Erwachsenen und bei älteren Frauen sitzt das Fett am ganzen Rumpf. Bei Frauen im fortpflanzungsfähigen Alter sammelt sich Fett dagegen vor allem an den Brüsten, den Hüften und am Po. Studien der University of Texas zeigten, dass Männer seit Jahrhunderten und in den verschiedensten Kulturen vor allem auf Frauen mit der Figur einer Sanduhr reagieren. Diese Silhouette birgt besonders anreizende Informationen. Sie verkündet, ich bin jung und ich bin nicht schwanger. Bei einer Schwangerschaft verändert sich ja zuallererst die Taille. Das ist eine wichtige Botschaft. Ich bin jung und nicht schwanger. Das sind nicht alle Schlüsselreize, die ein hübscher Po bietet. Bei unseren Affenverwandten zeigen Veränderungen am Gesäß die Paarungsbereitschaft an. Bei einigen Primaten schwillt das Hinterteil der Weibchen in der fruchtbaren Phase stark an und färbt sich grellrot. Damit niemand dieses Zeichen übersieht,
bewegt sich das Weibchen jetzt sogar rückwärts oder wackelt mit dem Gesäß. Bei den Mandrills soll jeder wissen, wann es zum Eisprung kommt. Frauen dagegen scheinen alles zu tun, um ihren Eisprung zu verheimlichen. Die meisten Männer haben keine Ahnung, wann eine Frau besonders fruchtbar ist. Ihnen bleibt also nichts anderes übrig, als sich nach jenen Figuren umzusehen, die generell die größte Fruchtbarkeit verheißen. Ihr Schlüsselreiz, so die Theorie, liegt im Gesäß der Frau. Ob dieses Verhalten jedoch tatsächlich seit unseren weit entfernten Vorfahren immer weiter vererbt wurde, ist kaum zu beweisen. Kein Forscher weiß, wie eng die Verbindungen zu unseren Verwandten mit den leuchtenden Hintern tatsächlich sind. Es ist doch sehr seltsam, dass es dieses Signal bei allen Affen gibt, bei uns aber nicht. Da muss doch bei uns irgendetwas schiefgegangen sein. Breite Hüften gelten allgemein als besonders gebärfreudig. Wenn eine Frau zudem Fettreserven an Po und Oberschenkeln hat, könnte ein Mann annehmen, dass sie wenig Probleme mit der Geburt von Kindern haben dürfte. Bei unserem menschlichen Nachwuchs ist der Kopf ja ziemlich groß. Affenbabys haben viel kleinere Köpfe. Damit eine Frau ein Kind zur Welt bringen kann, braucht sie relativ breite Hüften. In vergangenen Jahrhunderten starben viele Frauen während einer Geburt. Und nicht alle Frauen verfügen über Hüften, die so breit sind, dass der Kopf eines Kindes hindurchpasst. Ein Mann, der sich Kinder wünscht, und im Sinne der Evolution ist das jedermann, braucht eine Frau, die mit ihrem Kind überlebt. Natürlich sind breite, gut gepolsterte Hüften keineswegs ein Zeichen dafür, dass eine Frau tatsächlich problemlos ein Kind zur Welt bringen kann. Doch wenn die Silhouette den Partner überzeugt, hat sie ihre Aufgabe schon erfüllt. Man könnte also sagen, ein Mann, der eine Frau auf dem Po sieht, sucht dort nachts. Auch in afrikanischen Kulturen hat das Gesäß der Frau eine sexuelle Bedeutung. Das Schönheitsideal sieht hier allerdings etwas anders aus als in der westlichen Welt. Hier sucht ein Mann nicht unbedingt nach einem fitten Po, sondern nach einem fetten. Im harten afrikanischen Klima ist ein üppiger Po nämlich ein Zeichen für besondere körperliche Kraft. Ein solcher Po verkündet, selbst in diesem sehr harten Umfeld komme ich so gut zurecht, dass ich noch Fett ansetzen kann. Ein sehr starkes Signal. Vielleicht schätzen Menschen afrikanischer Abstammung deshalb auch in den USA oder Europa eher üppigere Pos als Menschen europäischer Abstammung. Soweit die evolutionären Gründe für das männliche Interesse am Po. Doch was ist mit den Frauen? Welche Informationen ziehen sie aus dem Blick auf den Allerwertesten? Auch Frauen gucken sich gern Hintern an. Und ihre Erwartungen sind hochgesteckt. Ein männlicher Po, der flach und schlaff ist, verdeutlicht gleich, dass sein Besitzer nicht gerade in der besten Kondition ist. Deshalb ist ein großer, fester, muskulöser Po für beide Geschlechter sexuell anziehend. Für Frauen bedeutet ein wohlgeformtes Hinterteil, dass hier die Gene stimmen. Doch die Kultur hat dafür gesorgt, dass diese Information allein ihnen nicht genügt. Keine Ahnung, da gucke ich nicht hin. Ich gucke nicht auf den Po, das interessiert mich aber nicht besonders. Ich bin kein Po-Fan. Women probably find butts less important. Für Frauen ist der Hintern wohl weniger interessant als für Männer, weil der Mann für sie im Lauf der Evolution vor allem der Ernährer sein musste. Natürlich ist allgemeine Fitness und ein gut geformter Hintern da ein Vorteil und ein erster Hinweis. General fitness and non-saggy butts. Sind doch auch höchst soziale und politische Tiere. Deshalb glaube ich, dass selbst in den Urgesellschaften ein älterer Kerl, der Macht hatte, trotz seines Hängepos als Partner interessant sein konnte. Das ist wohl der Grund, weshalb Männer sich mehr für den Po einer Frau interessieren als umgekehrt. Aber natürlich gucken auch wir hin. Doch ein hübscher Hintern ist nicht nur aus evolutionären Gründen sexy. Es geht ja nicht nur darum, wie der Hintern aussieht, sondern auch darum, was er alles kann. Dieser sexuell so bedeutende Teil unseres Körpers wirkt nicht nur als Schlüsselreiz. Er hat auch mehr oder weniger direkt mit der Sexualität zu tun. Seine Oberfläche verfügt über besonders viele Nervenenden. Kein Wunder, dass eine zärtliche Berührung hier Wunder bewirkt. Für manche ist am Po aber nicht nur die Oberfläche interessant. Sie mögen eine Sexualpraktik, bei der der Po im Mittelpunkt steht. Analsex. Vielen Menschen mag diese Aktivität eher seltsam oder gar unangenehm erscheinen, und doch ist sie beliebter, als man glaubt.
Die Beschaffung genauer Zahlen zu diesem Thema ist allerdings ein Problem für die Sexualforscher. Kaum ein anderer Aspekt des Sex gilt als ähnlich privat. Die beste Studie, die uns zur Verfügung steht, geht davon aus, dass etwa ein Viertel aller heterosexuellen Paare analen Geschlechtsverkehr ausprobiert. Deutlich mehr Menschen mögen andere Formen der analen Stimulation, leichte Berührungen zum Beispiel oder das Hineinstecken eines Fingers. Wir haben keine genauen Prozentzahlen, aber das dürfte auf etwa die Hälfte der Paare zutreffen. Bei den homosexuellen Männern wird der Anteil größer. Die meisten schwulen Männer haben den Analverkehr mal ausprobiert. Das heißt aber noch lange nicht, dass er ihre beliebteste Sexualpraktik ist. Viele Menschen glauben ja immer noch, dass Schwule nichts anderes tun. Für einige mag das zutreffen, aber für viele ist das nur eine zweitrangige Form des Vergnügens. Wer bislang also glaubte, dass diese Praktik nur zum homosexuellen Sex gehöre, hat sich getäuscht. Verschiedene Studien gehen davon aus, dass 20-40% aller Männer und Frauen den Analverkehr zumindest ausprobieren. Wer nähere Informationen sucht, findet sie inzwischen schon in mehreren Büchern. Oder vielleicht auch in einem Workshop wie diesem. Ich hoffe, dass ihr alle mit den Informationen, die ihr heute erhaltet, mehr von eurem Hintern habt. Das würde ich mir wünschen. Das Wichtigste überhaupt ist das Verlangen. Ihr müsst es wirklich tun wollen. Eine Frau kann ja so manches vorspielen und jede von uns hat da so ihre Erfahrung gemacht. Beim Analverkehr ist allerdings Schluss mit dem Vorspielen. Wenn ihr den nicht wollt, wird euer Po euch das ganz unmissverständlich mitteilen. Trishan Taormino ist Kolumnistin beim New Yorker Szeneblatt Village Voice und in der Welt des analen Sex fast schon ein Star. Der Grund dafür ist ihr Buch Der ultimative Führer zum Analsex für Frauen, das es inzwischen sogar schon als Video gibt. Ich liebe den Analverkehr gleich aus mehreren Gründen. Dann natürlich einfach das Gefühl. Unser Hintern verfügt über jede Menge Nervenenden und reagiert sehr sensibel auf Stimulation. Das ist eine der tollsten erogenen Zonen an unserem Körper. Also wäre da einerseits das unglaubliche Gefühl. Aber dann sind wir zudem ja in einer Gesellschaft groß geworden, in der jedes anale Vergnügen absolut tabu ist. Das ist böse und verboten. Für mich erhöht das Gefühl, etwas Verbotenes zu tun, noch den Spaß. Zum Analverkehr gehört auch viel Vertrauen. Natürlich braucht man das für jede Art von Sex. Weil der ganze anale Bereich aber so besonders empfindlich ist, muss der Partner auch besonders vorsichtig vorgehen. Sonst kann er einem wirklich wehtun. Es kommt also noch die Vorstellung dazu, dass man hier etwas nicht gerade Alltägliches tut, für das man viel Vertrauen braucht. Das plus der psychologische Aspekt des Ungezogenseins plus die intensiven körperlichen Empfindungen und die Orgasmen machen den Analsex zu meiner liebsten Form des Sex. Überraschend wirkt Trishan Taorminos Interesse am Analverkehr vor allem, wenn man weiß, dass die New Yorkerin lesbisch ist. Für gewöhnlich wird diese Praktik kaum mit dem Sexleben zweier Frauen verbunden. Doch anscheinend ist die anale Stimulation beim Sex längst allgemein beliebter, als oft angenommen wird. Eine spezielle sexuelle Orientierung scheint dazu nicht mehr nötig zu sein. Trishan Taormino schätzt diese Variante der Sexualität unter anderem auch, weil die Gesellschaft sie für befremdlich oder sogar für gefährlich hält. In einigen Teilen der USA ist Analsex noch heute gesetzlich verboten. Und es gibt sicher zahlreiche Gründe, weshalb er als tabu gilt. Einer dieser Gründe ist wohl, dass gerade dieser Bereich des Körpers meist eher mit Ausscheidungen verbunden wird, als mit Sex. Immerhin ist der Anus der Ausgang für Kot. Wer sich dort hineintraut, so die weit verbreitete Annahme, weiß, was er zu erwarten hat. Dass das nicht unbedingt so sein muss, lässt sich am besten anhand einer kleinen Geografiestunde erklären. Der Anus ist ein kurzer Tunnel von etwa 3-4 cm Länge. Über ihm liegt das Rektum, das 20-23 cm lang ist. Im Rektum findet sich für gewöhnlich kein Kot. Der sammelt sich nämlich etwas weiter oben, im unteren Dickdarm. Erst wenn der Darm entleert werden soll, ins Rektum hinunter. Wir spüren dann den Druck und wissen, dass wir auf die Toilette gehen müssen. Das sollten wir dann auch schleunigst tun. Ansonsten ist das Rektum nur eine Art Verbindungsstück. Sollten sich im geleerten Rektum mal Kotspuren befinden, sind sie bei einer Dusche schnell entfernt. Wenn es um unseren Hintern geht, kann einem da was begegnen oder nicht. Man muss es einfach darauf ankommen lassen. Das Ganze ist aber längst nicht so schmutzig, wie man annehmen könnte. Glauben Sie mir. Not even remotely. Trust me.
Und für einige Menschen wird der Analverkehr gerade durch die Vorstellung interessant, dass dies eine schmutzige Aktivität ist. Körperlich interessant wird diese sexuelle Variante aber vor allem durch das Gewebe und die Nerven im Bereich des Anus und Rektums. Der ganze Analbereich verfügt über viele Nervenenden und reagiert sensibel auf eine Penetration. Die Nervenenden und das sensible Gewebe der Analregion sind jedoch nicht die einzigen Gründe für die Stimulierung bei dieser Art des Sex. Ganz in der Nähe von Anus und Rektum liegen andere, besonders erogene Zonen, die ihren Teil zum Vergnügen beisteuern. Das zeigt schon ein kurzer Blick auf die Landkarte. Bei Männern sitzt in etwa 8 cm Tiefe gleich hinter der vorderen Wand des Rektums eine kleine Drüse, die Prostata. Viele Männer empfinden es als extrem angenehm, wenn die Prostata durch Reibung oder Druck stimuliert wird. Dafür genügt schon ein Finger oder ein Gegenstand. Und beim Geschlechtsverkehr geschieht es ebenfalls. Aber auch bei Frauen wird über den Anus ein besonders erregbarer Bereich stimuliert, der G-Punkt. Obwohl die Wissenschaft noch immer diskutiert, was dieser G-Punkt eigentlich ist, empfinden viele Frauen die Stimulation seines schwammartigen Gewebes als sehr angenehm. Ich gehöre zu den vielen Menschen, die glauben, dass der G-Punkt über den Anus stimuliert werden kann. Aber wie? Das Rektum ist doch dort und der G-Punkt ganz vorne. Nein, das Rektum ist hier und der G-Punkt ist da. So weit bin ich nicht. G-Punkt, Prostata und sensibles weiches Gewebe sorgen also für die starken Empfindungen beim Analverkehr. Doch was diese Praktik interessant macht, kann andererseits auch zur Gefahr werden. Wenn man den Analverkehr nicht richtig ausübt, kann es zu Verletzungen kommen. Außerdem braucht man wohl ein größeres Vertrauen zu seinem Partner als bei jeder anderen Sexualpraktik. Der Hintern ist nämlich empfindlich, ja sogar fast schon zerbrechlich. Jeder, der den Sex a tergo, also von hinten, schon ausprobierte, weiß, dass hier Vorsicht geboten ist. Immerhin kann der Analverkehr nicht nur Schmerzen verursachen, sondern tatsächlich Verletzungen nach sich ziehen. Als leichte Verletzungen können oberflächliche Risse auftauchen, die aber innerhalb von ein paar Wochen meist von allein verheilen, wenn der Bereich nur immer sauber gehalten wird. Es besteht hier natürlich eine erhöhte Infektionsgefahr. In schlimmeren Fällen, wenn tiefere Gewebeschichten in Mitleidenschaft gezogen sind, dauert die Heilung länger. Und manchmal wird sogar eine Operation nötig. Aber das ist selten. Weil das Gewebe im Anus so empfindlich ist und leicht reißt, kann es auch zu anderen Problemen kommen. Hämorrhoiden können sich bilden. Selbst durch winzige Risse im Anus dringen aber auch die Erreger von Geschlechtskrankheiten oder AIDS in die Blutbahn ein. Eine weitere Gefahr stellt die mögliche Überbeanspruchung der Schließmuskeln dar. Sie kann dazu führen, dass der Patient die Kontrolle über den Stuhlgang verliert. Wenn der Muskel besonders stark gedehnt oder gar gerissen ist, kann es sogar zu bleibenden Schäden kommen. Das klingt eher nicht ermutigend. Die Fürsprecher des Analverkehrs betonen aber, dass die Horrorgeschichten meist übertrieben sind. Bei meinen Workshops fragen mich die Leute dauernd, leiert dadurch nicht alles aus, bis ich meinen Stuhlgang nicht mehr kontrollieren kann? Nein, da reißt nichts, da leiert auch nichts aus. Man entspannt sich nur und zu. Danach ist der Hintern keineswegs für immer verändert. Dr. Cornelson hat ja... Im Ballett gibt es ein spezielles Wort für die besondere Schönheit der Tänzer. Kallipygos. Locker übersetzt bedeutet nichts anderes als hübsches Gesäß. Wer wissen will, weshalb ein Po eigentlich hübsch ist, muss die Welt des Balletts verlassen und sich der Wissenschaft zuwenden. Vor mehr als 3 Millionen Jahren rangen sich unsere Vorfahren zum aufrechten Gang durch. Eine revolutionäre Tat. Das veränderte unsere Art zu arbeiten und zu spielen. Ja, sogar die Art und Weise, in der wir einander sexuell wahrnahmen. Die Nahrungssuche wurde einfacher und Gefahren wurden früher erkannt. Auch unser Körper veränderte sich. So bildeten sich unterhalb der Hüfte ganz neue Muskelgruppen. Heute verfügt der Mensch in diesem Bereich auf jeder Körperseite über 3 Muskeln, die alle vom Becken zum Oberschenkel führen. Da wäre der mittlere Gesäßmuskel, der das Becken mit dem Oberschenkelknochen verbindet. Dieser Muskel kommt zum Einsatz, wenn man den Oberschenkel hin und her bewegt.
dann wäre da der kleine Gesäßmuskel. Er verläuft entlang der Hüftaußenseite. Gemeinsam spreizen kleiner und mittlerer Gesäßmuskel die Beine seitwärts, sie sind aber auch beim Gehen wichtig. Der Star der Gesäßmuskulatur ist der Musculus gluteus maximus, der größte Muskel im ganzen Körper. Er verläuft einmal quer über unseren Hosenboden. Nur durch ihn können wir aufrecht stehen, gehen, laufen, springen und Treppen steigen. Erst diese drei Gesäßmuskeln machen in ihrem Zusammenspiel unsere Beine zu bequemen Fortbewegungsmitteln. Trotzdem wissen die wenigsten, wie diese Muskeln heißen, was ihre Aufgabe ist und wie sie entstanden. Den meisten Menschen genügt schon die Tatsache, dass sie meist nett anzusehen sind. Hintern sind was Tolles. They're awesome. Bums are very important. Brust sind sehr wichtig. Sie müssen schön rund sein. Bloß nicht flach, das mag ich nicht. Schön fest und klein. Bums are good. Brust sind gut. Viele Menschen lassen nicht locker, bis ihr Hintern dem Schönheitsideal entspricht. Sie schwitzen im Aerobic-Kurs, springen, hüpfen, gehen und laufen. Frauen müssen den Po allerdings auch an einer seiner Uraufgaben hindern, dem Speichern von Fettreserven. Und das alles nur, um unsere Kehrseite so ansehnlich wie möglich zu machen. Ich glaube, dass beide Geschlechter Po's attraktiv finden, weil sie so viele Informationen liefern. Das gilt ja nicht nur für unsere Spezies. Hunde schnüffeln einander am Hinterteil herum, um zu erfahren, wer der andere ist und in welcher Form er ist. Zum Glück sammeln wir Menschen unsere Gesäßinfos vor allem visuell. Dabei sagt uns der Po, so die Wissenschaftler, vor allem etwas über die Gesundheit und Fruchtbarkeit seines Besitzers. Zeichen, die wir im Lauf der Evolution zu lesen gelernt haben. Bei der sexuellen Auswahl geht es ja vor allem darum, sich einen guten Partner für die Paarung zu suchen. Und dafür braucht man Informationen. Etwas, was wirklich jeder vollbringen kann, weil es einfach und preiswert ist, sagt letztlich nichts über die Qualität eines potenziellen Partners. Wenn ich aber etwas schaffe, das sehr schwierig und aufwendig ist, dann zeigt das gleich, dass ich zur Crème de la Crème gehöre. Wir halten nach Partnern Ausschau, deren Gesäß besonders gesund wirkt. Je wohlgeformter, desto besser. Männer suchen vor allem nach einer runden Hüfte, die unter einer schmalen Taille lockt. Wahrscheinlich, weil gerade diese Proportionen